Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge zur Space Opera Mass Effect. Und wir spielen Teil 1 immer noch, befinden uns in der Schneestation und müssen zur Patriarchin kommen, die hier irgendwo liegt. Wir haben dieses schöne Zuggefährt in Gang gebracht beim letzten Mal. Und ja, jetzt sind wir da und gucken, ob die Gätje sich noch über vertrieben haben. Denn diese gute Benicia, oder wie sie heißt, hat sich zur Aufgabe gemacht, die geht anscheinend hier mit herzunehmen, in so kleinen Containern. So, dazu eine kleine Rückblende, das war's. Und bevor wir jetzt weitergehen, sind wir ein bisschen aufgestiegen in den Leveln. Das heißt, wir müssen unser Squad ein bisschen hochpushen. Wir haben noch 8 Punkte, die wir reinballern können, das werden wir jetzt auch machen. Und zwar werden wir einfach mal die Deschiffrierung ein bisschen höher machen. Die Elektronik. Verbessere die Stärke der Schilde. Warte mal. Erhöht die Menge. Mit den Teilnehmern können gesicherte Objekte geöffnet werden. Gut, das müssen wir auf jeden Fall erhöhen. Und den schalten wir auch frei. So. So, was würde ich denn da jetzt noch freischalten? Was kommt denn da jetzt noch hin? Meisterhaft. Sabotage. Na, wir machen erstmal hier unsere taktische Panzerung muss irgendwie ein bisschen höher. Ich merke selber. So, Fitness ist auch. Was heißt denn Fitness? Wir verbessern Gesundheit um 10%. Können wir ruhig mal machen. Und Erste Hilfe machen wir auch ein bisschen höher. Gut. Das Spektrum müssen wir auch das nächste Mal höher machen, aber das reicht jetzt erstmal. Bei den anderen beiden schauen wir mal. Dechiffrierung. Erhöht die Menge der gefundenen Gundivisal-Gels. Können wir mal hochsetzen. Elektronik setzt da auch frei. Erste Hilfe geringe 100 pro Einsatz. Gut. Medizin. Reduziert Nachlässe für Erste Hilfe um 30%. Wächter reduziert die Abkürzung Biotech. Das brauchen wir nicht. Aber wir können. Das brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? So. Und dann gehen wir hier noch auf Heben. 8 Sekunden. Und erweitertes Heben. So. Liara. Die Zoni-Heldin. Die bekommt auf jeden Fall mit der Stase ein bisschen mehr. Schalten wir auch Feuerhilfe. Und die Asari-Wissenschaftler geht auch ein bisschen höher. So. Gut, gut. Bei der Ausrüstung. Alles nehmen. Gucken wir doch mal ganz kurz. Hier sehen wir, da haben wir den Avenger 3. Den werde ich auf jeden Fall einsetzen. Und wir übernehmen die Upgrades auch. Gerne. Schrotflinte spiele ich ja nicht so viel mit. Da gibt es keine besseren. Gut. Ich will ganz kurz beim Hammer nochmal gucken. Ja, bei der, Guck mal, der hat gleich schon 170. Den müssen wir auf jeden Fall mal noch irgendwas reinpacken. Die Musik sorgt bei Aufschlag für maximalen Schaden und eignet sich besonders gut für Lebensziele. So. Gut, der nächste ist Caden. Der könnte den Hurricane bekommen. Haben wir Upgrades drauf tun können? Zack. So. Handfeuerwaffe. Kriegt dann die Edge 3. Da haben wir leider keine panzerbrechende Munition draufsetzen. Die Waffe könnte auch bekommen. Avenger 4. Und da panzerbrechend drauf. Gut. Upgrades. Gehärtetes Gewebe. So. Bei ihr, da haben wir schon gehärtetes Gewebe drauf. Aber wir können mal bei der Waffe gucken. Da haben wir auch schon was drauf. Hier können wir nochmal Basenmunition draufsetzen. Die Edge bekommt sie die. Und da packen wir radioaktiv drauf. Bekommt sie auch. Und da packen wir auch radioaktiv drauf. Muss dann so ein bisschen hochgepowert werden. So, die können wir leider nicht nehmen, aber sie könnte die Assassinen bekommen. Upgrades gehen auch da drauf. Perfekt. Super. Für ihn haben wir leider keine Rüstung. Für uns haben wir auch keine Rüstung. Das ist so ein bisschen schade eigentlich, dass wir da nicht irgendwas haben, was ein bisschen. Ja, wir brauchen was Leichtes. Einen Gladiator, den haben wir schon. Na gut.
Da. 10% Schadenschutz. Gut. Speichern wir. Und jetzt geht's los. So. Ganz kurz mal. Ganz kurz gucken. Ich wollte mal. Dinger, Alter. Wenn ich die jetzt wegpack, holt er die Waffe dann auch wieder raus? Ja, okay, gut. So, gehen wir mal gucken, wo wir hier weiterkommen. Der ist noch zu, der Bereich. Dann gehen wir erstmal hier rein. Der Bereich links ist zu. Dann müssen wir wohl erstmal rechts zu den Sicherheitslaboren. Das geht. Und der Fahrstuhl, okay. Fahren wir mit dem Fahrstuhl hoch. Ein kleiner Trägerreifenkeks. Ein bisschen Energie für mich auch zu bekommen. Wegtreten. Ah, okay. Mit ihm können wir reden. Tut mir leid, wir konnten nicht sicher sein, was in der Bahn ist. Ich hätte das Gleiche getan. Was ist hier los? Ungeziefer. Zillionen von ihnen. Kommen aus den Tunneln aus dem Sicherheitslabor. Mein Team ist seit Tagen auf Stims. Oh. Hören Sie, Sie sind ein Mensch und das ist Grund genug, nicht auf Sie zu schießen. Aber ich würde gern wissen, wer Sie sind. Ich heiße Shepard und ich bin ein Spectre. Einem schwer bewaffneten Gaul schaut man nicht ins Maul. Letzte Woche haben die Aliens das Sicherheitslabor überrannt. Nur Han-O-Lar konnte entkommen und seitdem tickt er nicht mehr ganz richtig. Wie bitte? Wir konnten gar nicht so schnell gucken, wie diese Bastarde sich in meine Kommandoposten verbissen hatten. Und da waren wir noch gut besetzt. Was sind das für Viecher? Wir haben sowas noch nie gesehen. Was wissen Sie darüber? Ich bin kein Xenobiologe. Sie sind schnell, bösartig und es gibt einen ganzen Haufen von ihnen. Der Aufsichtsrat schickte eine Asari, um hier aufzuräumen. Sie ist gestern ins Sicherheitslabor gegangen und seitdem haben wir nichts mehr von ihr gehört. Ich muss mit ihr reden. Ist sie noch dort? Keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, was eine Einzelne ausrichten könnte. Eine Matriarchin ist in der Lage, sich selbst lange am Leben zu erhalten. Bei den Zügen gibt es einen Notaufzug. Mit dieser Karte können Sie ihn aktivieren. Er wird Sie runter ins Sicherheitslabor bringen. Wenn Sie erste Hilfe brauchen, gehen Sie zu Dr. Cohen unten in der Krankenstation. Entschuldigung. Okay, auf Wiedersehen. Ich habe noch zu tun. Ja, ich höre die... Oh. Verdammt, alle Mann ausschwärmen! Oh nein. Mistviecher! Hülle ist ungeschützt. Danke für die Hilfe. Alle paar Stunden kommt eine Gruppe durch den Bahntunnel. Es ist besser geworden, seit wir den Aufzug stillgelegt haben. Greifen die immer hier an? Ist doch eine offensichtliche Schlachtbank. Ihre einzige andere Option wäre über den Berg und durch die Schächte. Und sie frieren wie jeder andere auch. Ich weiß auch nicht, warum die immer wieder gegen unsere Verteidigungsanlagen rennen. Selbst Tiere sollten doch lernen, ihre Nase nicht dahin zu stecken, wo es wehtut. Korrekt. Na gut. So, wie immer weiter. Gehen wir erstmal hier hin. Gucken, was da ist. Okay, hier sind ein paar Leute. Mit denen können wir auf jeden Fall reden. Reden wir mal mit der Safe-Sicherheit. Was? Ja, nix. Ich verschwinde. Dann kann ich endlich weiter meditieren. Die Wissenschaftler kotzen sich aus. Man sollte sie zum Verrecken hier lassen. Ist Dr. Paleon. Ihre Schuld. Unsicher. Ich heiße Sie willkommen. Vorsichtig. Ich möchte meine Neugier stillen und fragen, was Sie hier machen. Ich habe gehört, dass es hier Ärger gegeben hat. Insgeheim. Ich fürchte um das Befinden unserer Wachen. Viele sind seit Tagen auf den Beinen. Freudig. Ich kann behaupten, noch einen begrenzten Teil meiner Ausrüstung zum Verkauf anbieten zu können. Sag mal, was? Lassen Sie mal sehen. Leider. Ein Großteil meines Bestands ist von Captain Ventralis beschlagnahmt worden. Was hat er denn da so? Okay, also nur mal so nebenbei. Ich habe, glaube ich, überhaupt keine Kohle, kann das sein? Also ich habe unten 32.000. Dafür kriege ich aber nicht die Sachen, die ich haben will.
Da ist eine Reaper 5, Präzisionsgewehr. Ein Bio-Verstärker. Verstärker erhöhen die biologischen Fähigkeiten, indem sie die Element-Zio-Knoten in zentralen Enzym. Okay. Kaufen wir mal das Ding hier. Nicht, wofür es gut ist, aber sind wir mit. Ein Bio-Verstärker. Gut. Edge 5. Der Reaper 5. Vergleich ansehen. Also was haben wir denn da? Wir haben die... Aber jetzt so viel Geld auszugeben, ist einfach die Frage, ne? Wir lassen es mal. Wir haben ja ein bisschen was gesammelt. So, was ist hier denn drin? Mietgel. Wir gehen mal zum abgesperrten Bereich. Achtung! Sicherheitsprotokoll ist aktiv. Bitte kontaktieren Sie vor einer Wartung den Sicherheitsdienst. Überbrücken das Ganze mal. Oh! Okay. Ey, das war wirklich dumm von mir. Das gebe ich zu, das war wirklich dumm. Okay, hatten wir jetzt schon mit ihm geredet hier? Brauchen Sie etwas? Nee. Ich habe noch zu tun. Das habe ich auch. Das habe ich auch, ja. Das war natürlich irgendwas, das war natürlich echt blöd von mir, aber egal. So, gerade eben sind wir da links gegangen. Da links? Nee. Was ist das denn hier? Ich dachte, man könnte noch was rausholen. Wir gehen jetzt nochmal hier weiter. Wir müssen nochmal zum gleichen Punkt gehen. Da rein kommen wir anscheinend nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Was sagen die Wissenschaftler? Sie wollen doch wohl nicht ins Sicherheitslabor, oder? Doch, eigentlich schon. Also, wie kommen wir da rein, ist die Frage. Wie kommen wir da rein? Zur Krankenstation. Gehen wir zur Krankenstation. Gucken wir mal, ob wir da jemanden finden, der uns da vielleicht nochmal unterstützen kann. Halte durch. So. Was? Was wollen Sie? Das ist der Typ, der ein bisschen schräg ist, ne? Entschuldigen Sie die Störung. Nein, es liegt nicht an Ihnen. Ich bin nur etwas verwirrt. Sind diese Leute krank? Was haben diese Leute? Sie wurden mit einem Toxin vergiftet. Es hat einen Unfall gegeben. Ich habe eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschrieben. Ich sollte das nicht mit jemandem diskutieren, der nicht zur Firma gehört. Ich könnte helfen. Aber Sie sollten mit mir reden, denn ich kann Ihnen vielleicht helfen. Ich hoffe, der Firma ist unser Leben wichtiger als ein paar Geheimnisse. Kennen Sie Mira, die virtuelle Intelligenz für Gipfel 15? Sie verwaltet die Sicherheitsprotokolle für unsere Experimente hier. Wir haben sie auf unserem Weg durch die Central Station reaktiviert. Sie waren das? Vielen Dank. Die automatische Ausrüstung funktioniert nämlich nur, wenn sie online ist. Mitten in einem Experiment verloren wir die Verbindung zu Mira und die Quarantäne versagte. Diese drei hier wurden einem Toxin ausgesetzt. Etwas, an dem wir gearbeitet haben. Sie haben es geschafft? Wenn sie es erschaffen haben, müssen sie auch eine Ahnung haben, wie es geheilt werden kann. Unsere oberste Priorität war, dass es funktionierte. Wir waren kurz davor, ein Gegenmittel zu finden, als Mira offline ging. Unsere Aufzeichnungen und Ausrüstung sind im Quarantänelabor eingeschlossen. Captain Ventralis will keine weitere Kontamination riskieren. Ich werde mal mit ihm reden. Vielleicht kann ich ihn überzeugen, es mich versuchen zu lassen. Ich kann Sie nicht offiziell darum bitten, aber wenn Sie etwas tun können, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Das probieren wir mal. Wir reden später weiter. Ich hoffe, Sie können etwas tun. Gut, dann reden wir mit dem guten Ventralis nochmal. Der muss uns da ja mal reinlassen. Überbrücken konnten wir das ja nicht. Habt ihr gesehen? Dann werden wir gleich attackiert und werden erschossen. Natürlich sehr schlechtes für uns. Ah, gehen wir mal zurück zu ihm. So, Kapitän. Brauchen Sie etwas? Ich möchte Dr. Cohen helfen. Ich habe von dem Ärger im Quarantänelabor gehört und würde gern das Heilmittel gegen das Toxin holen. Himmel, ich wünschte, wir könnten den Leuten helfen. Wirklich. Aber wir können jetzt keine Ansteckung riskieren.
Wir gehören nicht zu ihren Abwehrplänen. Wir verbrauchen extra Rationen, extra Medigel. Ja, aber sie haben auch extra Waffen. Okay, okay. Wenn sie ihr Leben aufs Spiel setzen wollen, sie sind ja nicht meinem Befehl unterstellt. Ich werde der Wache Bescheid geben, sie reinzulassen. Allerdings soll er die Tür hinter ihnen wieder schließen. Er wird einen kompletten Scan durchführen, bevor er sie wieder rauslässt. Sollte er irgendwelche Anomalien finden, bleiben sie da drinnen. Hört sich nach vernünftigen Vorsichtsmaßnahmen an. Genau. Ich werde die Wache anfunken und ihr Bescheid sagen. Viel Glück. Danke. Wir begeben uns gerne in Gefahr. Das habe ich auch. Ja, du sollst den Typen anfunken. Du Affe. So. Ja, wollen wir hier? Guck mal, ich kann mal ein paar Sachen rausholen. Das machen wir jetzt mal. Supi, da ist auch noch was drin. Gut. Ja, alles mitnehmen, ne? Alles mitnehmen. Hier auch noch was drin. Ist er die Wache hier, mit dem wir sprechen sollten? Ich weiß es nicht. Haben Sie mal eine Zigarette? Und sind hier die Kippen ausgegangen? Was? Nein! Mit ihm. Tut mir leid. Ich habe seit dem Angriff nicht viel geschlafen. Brauchen Sie etwas? Wir reden später weiter. Denken Sie daran, alle verdächtigen Geräusche zu melden. Die Wissenschaftler kotzen sich aus. Man sollte sie zum Verrecken. Was? Ich verschwinde. Hä? Dann kann ich endlich weiter meditieren. Wie kommen wir denn jetzt? Wo müssen wir denn hin? Hier geht's ja nur zur Krankenstation, mit der ich mit ihm reden kann. Das bringt uns ja nicht so viel weiter, ne? Aber vielleicht kann er uns das draußen sagen. Ja? Nee. Wir reden später weiter. Hä? Ich hoffe, Sie können etwas tun. Wo ist denn diese Wache gewesen, die er angefunkt hat? Bin ich dran vorbeigelaufen? Eigentlich nicht, oder? Hier hin. Na, okay. Hier sind wir richtig. Han Ola. Sie sind wegen denen hier, nicht wahr? Meinen Sie die Viecher da draußen? Ja. Ich bin der einzige Überlebende aus dem Sicherheitslabor. Und die Aliens? Ich möchte mehr über diese Dinger wissen. Über die Rachni? Rachni? Das ist doch lächerlich. Sie stecken da mit drin. Was können Sie mir erzählen? Sie fanden es in einem verlassenen Schiff. Das Ei wartete dort seit den letzten Angriffen. Sie brachten es hierher. Halt die Klappe! Himmel, willst du, dass wir alle umgebracht werden? Ich habe keine Kontrolle darüber, wer hier lebt oder stirbt. Du etwa? Wenn du durchknallst, dann bitte leise. Durchknallen? Ich bin völlig normal. So normal wie noch nie. Erzähl mir von Rachni. Ich will alles über die Rachni wissen. Ich habe ihnen alles gesagt, was ich weiß. Wir haben die Rachni wiederbelebt. Im Nachhinein nicht die klügste Entscheidung. Nee, das war natürlich dumm von euch. Das ist ja schon fast wie bei Alien. So. Die reden nicht über uns? Träume sahen früher genauso aus. Gehen wir hier links. Zu viel billiger Horror-Trash vor dem Licht ausmachen. Okay, da kommen wir nicht durch. Immer gute Miene zum bösen Spiel machen.
Wenn Sie nicht lachen, müssen und da sind wir gekommen, ne? Das heißt, wir können hier hochgehen. So, die Wache lässt uns auf mich herein. Sie gehören nicht zur Crew. Ich habe Ventrales Erlaubnis, da reinzugehen. Richtig, das hat er durchgegeben. Er sagte auch, dass Sie, um wieder rauszukommen, beweisen müssen, dass Sie nicht kontaminiert sind. Wenn Sie eine Todessehnsucht verspüren, können Sie auch an der Barrikade Wache schieben. Die Fritze. Ich will das schon reißen hier. Warte mal. Wir haben 4 Chemikalien isoliert, die miteinander kombiniert werden können, um dem Gift entgegenzuwirken. Sie müssen in genau abgemessener Menge gemischt werden. Bei der Zumischung jeder Chemiker markiert das Gerät die minimale und maximale Menge, mit der es gelingt, zu wenig oder zu viel. Okay. Gut. Dann lass uns das mal probieren. Mischen. Ach so, okay. Mischen. Was muss ich denn machen? Nochmal. Mischen. Ah, okay. Wow, hergestellt. Ihre Mission endet hier, Shepard. Hä? Was zum Teufel? Sie sind Benesias Schläfer. Mir wurde befohlen, Sie zu eliminieren, sollte sich die Gelegenheit dazu bieten. Und da sind Sie, gefangen in diesem Labor. Feuer frei! Oh. Runtergefallen. Das war ja mal eine fiese Kiste hier. Das Gerät ist kaputt, aber wir haben das Gegengift, glaube ich, ne? Jetzt die Frage, ob wir wieder rauskommen hier einfach, ganz einfach. Oh, die sind alle tot. Sieht aus, als hätte diese Asari-Doktorin die Wache getötet. Ah, das hat sie wohl. Was ist denn hier drin nochmal? Mal kurz gucken, was hier drin ist noch? In diesen Bereichen? Einfache Dechiffrierung? Was denn? Wo sieht man denn die abgeschlossene Kiste? Abgeschlossene Kiste, wo ist die denn? Also er zeigt auf irgendwas, aber er kann es... Ach da, dieses Ding, okay. Ach guck mal, hier ist überall was drin. Oh, mittelschwer, okay, versuchen wir. Ich euch mal alle hier. Da ist noch ein Medikit. Warte mal, wir müssen sie mal heilen. Wir haben noch kein Leben mehr. Hier ist nichts drin. Okay. Gut. Dann gehen wir zurück. Sie kommen da raus. Sie meinen die die anorganischen Wesen, die Asari bei sich hatte. Benesia brachte sie mit. Wie komme ich in den Servicebereich? Ein Teamleiter müsste Zugang haben. Wie Dr. Kuhn. Sie finden ihn auf der Krankenstation. Okay. Ich gehe dann jetzt. Ja. So, da können wir gar nicht rein. Obwohl, kann man es überbrücken hier? Ne. Überall sind hier nur Intrigen und alles, ne? Durchgehend. Naja, so ist das. So, ab zum Doktor. Und mal schauen, ob der uns den Bereich geben kann. Also den Zugang zu dem Servicebereich geben kann. Zumindest ist da einer. Da. Sie wollen doch wohl nicht ins Sicherheitslabor. Woher kamen die?
Waren die im Labor? Ich war noch nie im Hochsicherheitsbereich. Mit ihm hier reden? Unsicher. Ich heiße Sie willkommen. Vorsichtig. Ich möchte meine Neugier stillen und fragen, was Sie hier machen. Ich wurde geschickt, um eine Asari-Materialchen zu finden. Überrascht. Ich sage, dass kürzlich eine hier war. Verstohlen. Gerüchte besagen, sie sei zum Sicherheitslabor gegangen. Freudig. Ich kann behaupten, noch einen begrenzten Teil meiner Ausrüstung zum Verkauf anbieten zu können. Lassen Sie mal sehen. Ach nee, ich leider, kann ich kaufen. Ein Großteil meines Bestands ist von Captain Ventralis beschlagnahmt worden. Ja, so ist das mal zwischendurch. So, zurück. Okay, mit ihm mal geredet. Was wollen Sie? Sicherheitslabor. Was wissen Sie über das Sicherheitslabor? Nichts. Ich habe woanders gearbeitet. Soweit ich weiß, ist Han Ola der einzige Überlebende. Okay, wir brauchen nicht mit ihm reden. Wir reden später. Wir brauchen ein bisschen zu Dr. Cohen, Denken ne? Sie daran, alle verdächtigen Geräusche zu melden. Aber hier ist auch irgendwas. Irgendwas ist hier doch. Das zeigt mir doch da was an. Na, hier nicht. Der zeigt mir doch irgendwas an, da oder bin ich? Bin ja nicht ganz beschränkt, aber irgendwie zeigt er mir doch was an. Und da sind wir gekommen. Nein, wir sind Dr. Cohen, der ist ja weiter unten gewesen, ne? Ich frage, in welchem Bereich der nochmal war. Da zur Krankenstation. So. Da unten müsste er ja irgendwo rumlungern. Da ist er doch. So. Ist das das Heilmittel? Sie haben es geschafft? Diese Asari-Wissenschaftlerin, die im Speisesaal war, hat versucht, uns zu töten. Alestia? Kaum zu glauben. Ich weiß kaum etwas über sie. Sie kam erst vor einem Monat hier an. Einer der Aktionäre hat ein paar Fäden gezogen, um sie hierher zu bekommen. Lassen Sie mich raten. Saren, der Spectre. Ja, ich glaube, das war sein Name. Ich beachte die anderen Forschungsteams kaum. Sehen Sie sich die Wachen an. Sie sind noch gereizter, seit Sie hier sind. Ich glaube, die haben Sie erwartet. Im hinteren Teil sind noch mehr Labore. Die Wachen lassen nicht mal mich da rein. Nur Leute mit einer Sicherheitsbescheinigung. Ich brauche den Servicebereich. Was ist mit dem Servicebereich? Haben Sie da Zugang? Zum Servicebereich? Klar, nehmen Sie meinen Pass. Aber da hinten ist nur Schnee. Lassen Sie mich die Ampulle mal sehen. Eine Erweiterung von Phelps Arbeit? Ich dachte mir doch, dass er auf der richtigen Fährte war. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Oh Himmel, was für ein Klischee. Sie haben Ihnen das Leben gerettet, wussten Sie das? Oh, ich kann die Frage bei Medigel haben. Könnten Sie vielleicht ein paar Medikits erübrigen? Hier oben sind die mit Gold nicht aufzuwiegen. Die haben Sie aber nicht von mir. Ventralis wollte die für seine Leute haben. Ich muss das jetzt verabreichen. Danke nochmals. Cool. Wir haben Medigels bekommen von dem. Das ist nochmal nett. Okay. Wir gehen jetzt in den Servicebereich. Ich weiß nicht genau, wo der ist, aber finden werden wir den. So, hier gibt's, hier hinten können wir immer noch nicht rein. Das ist zum abgesperrten Bereich. Den können wir auch nicht überbrücken, weil dann werden wir erschossen. Das heißt, wir müssen zum Servicebereich. Das ist die Frage, wo der ist. Gehen wir erstmal hier längs. Im Moment kann uns ja der Kapitän mehr sagen oder der Captain. Brauchen Sie etwas? Ich wurde angegriffen. Ich wurde von der Asari angegriffen, die da drin war. Sie hat ihre Wache getötet. Dr. Ialis? Aber sie schien hier die Bodenständigste zu sein. Sie gehörte zu Benesias Truppe. Ein Haufen Geht war bei ihr. Geht? Das wusste ich nicht. Bei meiner Ehre, ich dachte, sie wäre eine ganz normale Intelligenzbestie. So ein Miststück. So ein Miststück? Ich habe noch zu tun. Ja, ich auch. Das habe ich auch. Huch, da kommen wir nicht rein. Hä? Achso. Gut, dann gehen wir mal hier durch. Aber ist das der richtige Weg dahin? Mal kurz auf die Karte gucken. Krankenstation. Sicherheit. Fahrstuhl zum Sicherheitslabor, okay. Ich muss mir die andere Fahrstuhl mal kurz angucken. Fahrstuhl zum Quarantänelabor. Fahrstuhl zum Zug.
Wo ist denn bitte das Ding? Einige Wissenschaftler auf der Raumstation sind bei dem. Bei der Raumstation sind sie auf dem abgekämpften letzte Überlebende. Die Hintertür. Sie haben Dr. Kuhn davon überzeugt, dass er Ihnen seinen Pass überlässt. Jetzt können Sie in den abgeschirmten Bereichen nahe der Wissenschaftler kartieren und den Kanal einschleichen. Ah, okay. Gut, dann müssen wir doch hier bleiben. Quarantänebereich und dazwischen wäre alles. Hier wird so eine Zielführung nicht schlecht sein. Und drauf drückt und man einfach über Outriders, dass man da einfach so einen Pfeil bekommt, ne? Der einen dahin zeigt. Kantine-Unterkünfte, okay. So. Geht's mal bergab? Okay, aber wie wir uns da reinschleichen, das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Hm.